Seriosität, gute Informationsvermittlung, Spaß an der Freude. Das sind so Sachen, die wir beibehalten müssen, die wir teilweise aber auch streichen werden. Denn heute, wichtiges Thema, so geht es weiter, bezieht sich nicht auf das Bild, was ihr gesehen habt mit Daimagoku. Sorry an der Stelle schon mal, aber auf den Kanal. Wie geht es weiter? Was für Themen und sonstige Sachen werdet ihr heute in Erfahrung bringen, damit ihr schon mal für die Zukunft ein bisschen vorinformiert seid, damit ihr schon mal wisst, was euch hier erwartet. Und zu dem passenden Anlass habe ich natürlich auch hier das Jackett rausgeholt, damit ich auch eine gewisse Seriosität ausstrahle, denn das ist wirklich essentiell, meine Damen und Herren, und alle dazwischen außerhalb. Und Seriosität wird auf dem Kanal hier groß geschrieben. Mein Gott, nein, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Seriosität, what the f***? Vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Natürlich geht es hier wieder was lockerer zu. Wir wollen uns hier heute in einige Themen widmen, die diesen Kanal betreffen. Das war schon richtig. Wir wollen aber den Spaß beibehalten und ich mache mir natürlich jetzt hier keinen Kopf und ziehe mir den Stock aus dem Arsch und werde euch natürlich alles hier ganz bequemlich und interessant hoffentlich auch vermitteln können, was jetzt so meine Pläne sind, was jetzt euch erwartet, was auch mich erwartet. Grundlegend, wie gesagt, will ich euch einfach abholen und euch zeigen, was jetzt demnächst so kommt. Doch bevor ich das mache, vielen Dank einfach nochmal. Ich wollte einfach nochmal Danke sagen, dass ihr jetzt hier mit mir dabei seid, dass es mittlerweile schon fast 800 Abonnenten sind, die diesem Kanal folgen. Und ich hoffe, euch auch in Zukunft weiter gut unterhalten zu können. Und bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier noch in dieses Projekt Renka entwickeln wird. Weil grundsätzlich ist Renka einfach für mich mein Nickname, sage ich jetzt mal, für diesen Kanal. Und das Projekt, was auch davor steht, vor diesem Namen, das ist einfach nur das Projekt für mich hier auf YouTube und generell Social Media. Da gibt es auf Twitter, also X oder auch Instagram, ja auch jeweils Accounts, die so heißen. Dennoch ist das einfach das Projekt, welches hier ich im Internet betreibe. Und ich danke euch einfach sehr heißt es eigentlich vom Herzen, dass ihr wirklich hier auch eure Zeit hier reinsteckt in die Videos und die euch anschaut. Und ich hoffe, euch den Tag hier und da mal ein bisschen versüßen zu können mit diesen. Kommen wir aber mal zu den Infos, die halt wichtig sind jetzt für heute, für die kommenden Tage, Wochen und auch Monate. Und zwar direkt die Info vorweg, es werden nächste Woche erstmal keine Videos kommen. Und auch das Guide-Video, was ich freitags, so wie den Walkthrough auch geplant habe, was dann immer regelmäßig erscheinen soll, das fällt leider auch erstmal aus, beziehungsweise wird das Guide-Video verschoben um ein paar Tage, weil ich nächste Woche im Urlaub bin. Von daher ist es nicht möglich für mich, das Guide-Video aufzunehmen. Ich hoffe aber, ihr könnt mit den vergangenen Guide-Videos euch ein bisschen schon mal weiterhelfen, informieren, wie ihr vorgehen solltet. Deswegen fühlt euch hier schon mal an der Stelle informiert. Was generell aber die nahe Zukunft angeht, nach dieser kommenden Woche, das ist generell dasselbe, was auch bisher läuft. Also grundsätzlich Gacha Games, Dragon Ball Legends, Dokkan, je nachdem aber auch Solo Leveling Arise. Das ist zwar ein Video oder generell eine Videoreihe, die ich schon seit einigen Wochen nicht mal fortführe, aber letztendlich sind da die Videos in Zukunft weiterhin geplant. Die werde ich weiterhin betreiben, die Ideen dahinter, dass ich das weiter verfolge, das definitiv. Nur ist es leider so, dass aktuell in Legends absolut gar nichts los ist. Und von daher ist es grundsätzlich gar nicht mal so schlimm, dass mir jetzt der Urlaub reingrätscht, in Anführungsstrichen. Aber es wird halt in Zukunft natürlich weiter fortgeführt. Ergänzend dazu, auch in naher Zukunft, werden wir hier wahrscheinlich hier, ungefähr hier ab der Höhe, demnächst, etwas Weißes sehen, und zwar die PS5. Die habe ich vor, hier zu integrieren in mein Setup, damit in Zukunft PlayStation-Spiele aufgenommen werden können. Und zwar ein bestimmtes, und das wäre Dragon Ball Sparking Zero. Das habe ich vor zu Let's Playen. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen genau. Es werden auf jeden Fall dazu Videos produziert werden, wie und wann und überhaupt. Das werdet ihr dann noch sehen, wenn das Game auch released worden ist. Ich werde es nicht direkt am Release-Tag spielen können, aber letztendlich auch zeitnah Videos hoffentlich produzieren können für euch, damit ihr euch daran auch erfreut, gegebenenfalls auch Online-Games, also PvP-Matches, vielleicht auch gegen nicht nur die Fremden da draußen, sondern auch gegen euch ein Match bestreiten. Je nachdem, was drin ist, je nachdem auch vielleicht mit anderen YouTubern, die dieses Game dann zocken, warten wir es einfach mal ab. Aber Dragon Ball Sparking Zero ist definitiv geplant. So auch natürlich andere Videos, auch weiter in der Zukunft liegen. Zum Beispiel, wie nehme ich die ganzen Videos auf? Also das Setup zum Beispiel, wie ich oder wie es überhaupt funktioniert, wenn man jetzt kein Smartphone hat, welches von der Marke Apple stammt, dass man da mit einer Elgato zum Beispiel das aufnimmt, sondern wenn man ein Android hat. Das verhält sich da komplett anders. Gegebenenfalls hat man auch Probleme mit einer Elgato Capture Card das aufzunehmen, weil hier und da das nicht richtig funktioniert. So war es zumindest bei mir. Und ich habe die perfekte Lösung gefunden, wie ich das Ganze umgehen kann, und es ist wirklich deutlich einfacher und nicht so kostenintensiv. Ihr spart euch da ganz schön viel Geld. Und da sind so ein paar einfache Sachen, die es da gibt, und die werde ich euch definitiv auch mal zeigen. Generell Setup-Tour weiß ich noch nicht, aber es könnte vielleicht in Zukunft auch ein
ein Thema sein. Zudem habe ich geplant, so ein bisschen in die Retro-Ecke zu gehen, so ein bisschen nochmal anderes Videomaterial zu produzieren, wo wir auch ein bisschen von Dragon Ball wegkommen, um dann zum Beispiel Games wie damals auf dem Handheld, auf dem Game Boy, wie jetzt hier sowas hier, Pokémon Kristall, ist nochmal eine alte Edition von damals, wie wir die wieder flott bekommen, sodass die auch wirklich wieder abspeichert. Weil solche alten Cartridges haben das Problem, dass die mit der Zeit, dass die Batterie leer wird quasi und die Spielstände nicht mehr abgespeichert werden. Die waren damals noch davon abhängig. Wie man das zum Beispiel austauscht, wie man das wieder flott kriegt, das werde ich euch dann auch nochmal zeigen. Oder halt, wenn ihr ein bisschen Geld, mehr Geld in die Hand nehmen wollt, dann könnte ich euch auch zu manchen Sachen, wie zum Beispiel solchen ein paar Informationsvideos bringen. So ein Cartridge-Lesegerät, welches ihr direkt an den PC anstöpselt, um dann halt das Game auf eurem PC zu spielen, ohne halt ein Handheld zu haben, wie diesen hier, wie so einen alten Game Boy Color. Und ihr könnt auch schon erkennen, dass dieser jetzt nicht so neu aussieht. Also dieser Game Boy ist jetzt hier auch ein bisschen heruntergekommen. Der ist im Bildschirm, kann man schon sehen, ein bisschen kaputt. Den habe ich mir in Japan gekauft oder aus Japan her schicken lassen, um den zu reparieren, damit aus so einem Gerät sowas hier zum Beispiel wird. Den habe ich mal hier vor einiger Zeit mal neu aufgemotzt. Ihr seht auch hier, die Folie ist noch drauf von dem Display. Aber hier neue Knöpfe rein, neue Farbe, neues Gehäuse, neues Innenleben. Auch der LCD-Display, der ist auch hier an der Stelle, wenn man jetzt hier das Ding anschmeißt, wenn man den Knopf richtig betätigen kann, dass man jetzt hier einfach nochmal hier auch einen Bildschirm hat, der auch im Dunkeln leuchtet und auch hier so ein paar Besonderheiten hat, die Helligkeit des Bildschirms zum Beispiel zu verringern und da heller zu machen. Sowas zu modden, so einen Bildschirm zu haben, so einen Gameboy zu haben, das wird auch nochmal Plan sein, dass ich das hier mit in den Kanal reinbringe. Und vielleicht interessiert es euch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob sowas für euch interessant ist oder nicht, wie ihr so einen Gameboy modden könnt, wie ihr Games auffrischen könnt oder wie ihr zum Beispiel halt so ein Gerät nutzt und wo ihr das herbekommt, um Games auf eurem PC mit einem Controller zum Beispiel zu spielen. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, wie ich in Zukunft hier Videos auf diesem Kanal integrieren kann, was für Themen hier reingebracht werden können. Das öffnet nochmal ein komplett neues Themenfeld. Und zudem gibt es da halt wirklich jede Menge Material, weil ich noch hier liegen habe. Also ich habe einige Gameboys gekauft gehabt. Also Game Boy Color, Pocket, SP und Advance, die liegen hier noch mit, auch teilweise Displays. Also da ist noch ein bisschen was, was man produzieren kann für die Zukunft. Und es ermöglicht es mir auch nochmal, vielleicht dann auch nochmal hier ein oder andere Let's Play zu Gameboy-Spielen zum Beispiel euch darbieten zu können, um euch mal zu zeigen, was habe ich damals für Games gespielt, wie waren die damals, auch vielleicht für die jüngeren Zuschauer unter euch, die kennen das vielleicht gar nicht mehr so und haben das mit den Handhelds damals gar nicht so mitbekommen. Das war ja eigentlich das Ding wirklich, bevor es dann zu PlayStation, Xbox, sonst was ging. Man hatte damals den Game Boy gehabt und was für Spiele wir da hatten oder ich zumindest da hatte, das kann ich euch hier dementsprechend auch nur so besser zeigen. Demnächst bin ich aber erstmal, wie gesagt, weg. Ich weiß nicht, wie lange das wirklich dauern wird, bis ich wieder da bin, um auch dann Videos nochmal zu machen. Das Ganze, was ich gerade erzählt habe, wird dann Schritt für Schritt langsam integriert hier in diesen Kanal. Und ich habe auch vor, gerade wenn es auf so längere Reisen geht, auch den ein oder anderen Vlog zu produzieren, um dann euch auch da mitzunehmen. Gerade wenn es auch dann in Zukunft irgendwann, und ja, das ist geplant, nach Japan geht, dass ich euch da einfach mitnehme und da noch ein paar Sachen zeige, wie es da so abgeht. Ich war noch nie da gewesen, deswegen wird es auch komplett neu für mich sein. Auch aber jetzt für die Zukunft, wenn ich erstmal noch verreise in andere Länder und dann hier den einen oder anderen Vlog mache, um euch da mitzunehmen, was es dort so gibt, was es zu sehen gibt. Einfach so ein bisschen an meinem Leben teilzuhaben. Wen ist interessiert, gerne reinschauen und euch die Videos geben. Wird jetzt, nachdem ich erst wieder da bin, natürlich erst möglich sein für mich, das zu produzieren. Weil ich will den Urlaub auch ein bisschen genießen. Ne? Deswegen, auch wenn ihr frei habt, genießt die Zeit auf jeden Fall. Macht euch nicht zu viel Stress. Denn noch ist das Ganze hier Hobby. Aber wie gesagt, wir sind hier fast bei den 800 Abonnenten. Und wir gehen so langsam Richtung 1000, wo man halt Richtung Monetarisierung denken kann. Aber letztendlich ist das einfach nur Spaß und eine Freude, die ich habe. Und mache einfach die Videos, wo ich drauf Bock habe. Und ich hoffe auch, euch weiterhin dabei haben zu können oder zu wissen, dass ihr mich da diesbezüglich unterstützt und den Kanal weiter nach oben treibt. Länger soll das Video auch nicht werden, deswegen mache ich jetzt hier mal einen Cut und sage erstmal Dankeschön, dass ihr dabei seid, seit jeher dabei seid oder auch wenn du da draußen neu bist. Danke, dass du hier diesen Kanal abonnierst und mich hier begleitest mit dem, was ich hier auf Video alles produziere und fabriziere. Deswegen freut mich auch, wenn ihr in Zukunft weiter dabei seid. Ich habe einiges hier genannt, was so geplant ist bezüglich Legends, Retro Games, Reisevlogs und der Handheld Restoration. Deswegen
Seid gespannt, was kommt. Vielleicht kommt noch mehr. Kooperation mit anderen YouTubern ist auch jederzeit nochmal möglich. Gab es ja auch schon damals, vor einigen Wochen, Monaten, kann man sagen, mit Osaro, Wrestle, Schwabe. Wir hatten da ganz interessantes Video produziert bezüglich den Sums. War eine nette Runde auf jeden Fall. Kann man jederzeit nochmal machen. Und in Zukunft mit Sparking Zero ist einiges möglich. Deswegen bleibt gespannt. Freut euch drauf. Und ich würde sagen, haltet die Ohren steif. Wir hören und sehen uns im nächsten Video. Also macht's gut. Bis dahin und ciao.